Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Es gibt heute endlich eines der meist angefragtesten Videos überhaupt, und zwar meine Schminksammlung. Ja, ich habe mich endlich hingesetzt und das Ganze abgedreht. Ich sage vorab, ich bin mir noch nicht sicher, ob es zwei Teile gibt oder ein Teil. Es ist nämlich unheimlich viel, was ich habe. Vorab, es ist so viel, weil ich tatsächlich YouTube, Instagram beruflich mache. Für eine Normalperson ist es viel zu viel, das weiß ich. Viel zu viel. Ich könnte noch 50 andere Frauen versorgen. Aber das ganze Make-up, Schminken und so weiter, das ist erstens ja auch ein bisschen beruflich bedingt. Der letzten Jahre, die letzten zwei, drei Jahre nicht mehr, seitdem ich meine Kinder bekommen habe, hat es ein bisschen nachgelassen. Aber vieles ist eben auch noch aus der Vergangenheit gesammelt, sozusagen. Ich bin nämlich wirklich, habe eine Zeit lang wirklich Make-up gehortet. Deswegen ist es so viel. Also falls sich jemand denkt, mein Gott, warum hat die so viel? Aus der Vergangenheit heraus sozusagen. Ihr Lieben, ich würde sagen, wir starten mal direkt. Viel Spaß mit dem Video. Vorab, holt euch was zu trinken, holt euch was zu snacken, denn das wird ein sehr langes Video. Also viel, viel Spaß dabei bei meiner Schminksammlung. So, ihr Lieben, das ist sie, meine Schminkecke, beziehungsweise ich zeige euch auch noch gleich meinen Schminktisch, Spiegel und so. Da sind noch mehr Schminksachen drin, aber das hier sind sie, kennt man von Ikea, die Alex-Kommoden. Damit komme ich einfach am besten zurecht und ich würde sagen, wir gehen da mal nach und nach durch. Ich habe hier übrigens jede Menge Kartons, da ist alle möglichen Krimskrams drin. Hier zum Beispiel zwei Packungen, wo ich meinen UV-Nagellack drin habe. Ich mache ja nur noch UV-Nagellack. Hier habe ich auch so ein bisschen Papierkram und ja, jede Menge Zeugs. Total uninteressant eigentlich. Hier habe ich meine Box von Dr. Smile. Da sind ja meine Zahnschienen drin, die ich alle zwei Wochen selbstständig wechsle. Das hier und das hier, das hatte ich mal gefunden bei TK Maxx. Genauso Aufbewahrung. Da muss ich noch gucken, wie ich die jetzt hier organisiere. In der Wohnung hatte ich die im Einsatz. Dann hier so ein richtig schöner Bilderrahmen. Den hatte ich mal bei Primark gefunden. Man sieht sie hinten noch. Genau. Dann hier, das ist sowas Verspiegeltes. Im Prinzip das gleiche wie das hier, nur einmal in klein und einmal in groß. Das hatte ich bei Mömax, bin ich der Meinung. Oder Pocodomino war es gewesen. Genau. Dann hier so ein schönes Glas mit Beleuchtung drin. Hier steht auch mein Name drin. Das ist sogar rein graviert, also nicht drauf geschrieben, sondern, hört ihr es, graviert. Das hatte ich mal bei einem Event bekommen von Mindpunkt. Richtig schön, da war dann Schmuck drin gewesen. Ich habe jetzt hier von Grace die Flowerbox reingemacht. Und hier seht ihr schon jede Menge Lippenstifte. Diese Aufbewahrung habe ich von Amazon. Da habe ich einfach immer nur Lipstick Holder reingeschrieben. Und dann kommen die verschiedensten Aufbewahrungsmöglichkeiten oder Make-up Organizer. Also solche Schlagwörter einfach eingeben, da kriegt ihr dann jede Menge. Ja, das ist das große Pendant dazu, habe ich euch gerade schon gezeigt. Und dieses Auge, da ist auch ein Spiegel in der Mitte, das habe ich von H&M, Home, genau. Dann so ein paar Kunstblumen, die werde ich aber auch demnächst austauschen. Die gefallen mir irgendwie nicht mehr so gut. Und diese ganzen Accessories, ich glaube, das war mal von auch von Primark. Die Kerze hier ist auch von Primark. Das hier ist mein Anfangsbuchstabe aus einem Stein, was ich mal selber gemacht habe. Also ich hatte einen großen Stein und habe das dann selber daraus geschnitzt, poliert, gemacht, getan. Das ist echt eine Arbeit, aber hat Spaß gemacht. Übrigens, falls es jemand fragen sollte, ich habe die Kommoden einfach hier oben drauf mit Folie beklebt. Finde ich einfach schöner. Ich habe überall so ein bisschen mit so Marmorierung gearbeitet und deswegen einfach so eine Marmorfolie. Kommt ihr auch über Amazon oder bei der Pocodomäne, habe ich auch schon viele gesehen, günstige. Ja, das ist das, was hier draußen so rumsteht. Und ja, und das sind meine ganzen Lippenstifte eigentlich, also wirklich nur Lippenstifte. Es kommen ja noch Liquid Lipsticks und Lipgloss und was weiß ich was, aber das sind rein Lippenstifte, alle, die ich besitze. Und da sind wirklich alle möglichen Marken mit dabei, von High-End bis Drogerie. Ja, wir haben hier zum Beispiel NARS, Chanel, Yves Saint Laurent, Michael Kors, Christian Dior, Estee Lauder. Das hier ist, glaube ich, NARS auch. Ja, das ist auch NARS. Dann habe ich hier von Kiko einige. Hier Trended Up mag ich auch sehr, sehr gerne. Ja, also hier ist noch einer von P2. Dann hier sind zum Beispiel meine ganzen MAC-Lippenstifte einmal. Also die komplett, die alle. Und das hier sind MAC-LEs gewesen. Vor allen Dingen die Verpackung. Wie schön ist die bitte? Richtig, richtig hübsch. I like it. Mit diesen schönen Blumen drauf. Oder auch diese hier. Also MAC hat wirklich so schöne Verpackungen. Da sind so richtige Tropfen drauf. I like it. Genau, und die ganzen hier hinten, die sind auch alle von Kiko. Ich war echt eine Zeit lang mal Kiko verrückt und habe da ohne Ende eingekauft.
Genau, ich habe hier sogar einen Lippenstift. Der ist von Love. Da habe ich meinen Namen sogar drauf machen lassen. Das kann man auch bei DM machen. Da gibt es ja verschiedene Sachen, wo man einfach mal so ein bisschen selber kreieren, gestalten kann. Also richtig, richtig hübsch. Ja, dann ist hier L'Oreal und Maybelline ganz viel. Ich mag Maybelline. Das war hier mal eine LE gewesen mit Gigi Hadid. Auch richtig schön. Das sind einfach so Nude-Töne. Oder hier auch so ein komplett goldener Lippenstift. Joa. Habe ich hier drei Stück von Lime Crime. Die habe ich online bestellt aus den Staaten. Und hier ist auch alles Mögliche aus der Drogerie mit dabei. Das hier zum Beispiel auch von Trend It Up. Also Trend It Up mag ich sehr, sehr gerne, die Lippenprodukte. Hier welche von Catrice. Ach, hier habe ich noch einen von Huda Beauty. Mag ich auch sehr, sehr gerne. Hat nur eine sehr dicke Verpackung. Das passt nicht hier rein. Ja, das ist so meine Lippenstiftsammlung, die ich besitze. Und ich würde sagen, wir gehen hier direkt mal an die Schränke ran. Es ist übrigens nicht alles mit Make-up voll. Die unteren zeige ich euch einfach, was da drin ist. So, die allererste Schublade ist die Foundation-Schublade. Ja, hier ist eigentlich auch alles querbeet gemischt. Verschiedene Farben, also für die verschiedenen Jahreszeiten, verschiedene Marken, High-End und auch Drogerie. Ich habe hier vorne eher die High-End-Sachen liegen. Von der Drogerie, muss ich sagen, benutze ich eigentlich so gut wie nur diese hier von Catrice, die HD Liquid Covered Foundation. Die ist einfach die allerbeste, meiner Meinung nach, aus der Drogerie. Dann habe ich hier, der Deckel ist leider kaputt gegangen, weil es mir auf den Boden gefallen ist, von M. Asam. Das Magic Finish benutze ich sehr, sehr gerne. Und ich habe hier unten oder hier hinten so ein bisschen gestapelt, alles Mögliche. So ein bisschen auch aus der Drogerie. Da ist alles Mögliche mit dabei. Hier ganz viel von L'Oreal und Manhattan und was weiß ich, alles Mögliche. Benutze ich tatsächlich viel zu selten. Ich muss echt sagen, wenn es schnell gehen muss, benutze ich das hier von M. Asam. Wenn ich ein Full-Face-Make-up mache, benutze ich sehr gerne hier das von Catrice. Und ansonsten, wo ich sage, auf die kann man auch immer vertrauen, ist diese hier von Estée Lauder, die Double Wear Foundation. Ja, und ansonsten, ich mag die eigentlich alle. Aber ja, ich habe so, vielleicht kennt man das, gell, wenn man immer wieder zu seinen Lieblingen greift. Hier zum Beispiel die Giorgio Armani ist auch richtig gut. Die HD hier von Make-up Forever ist auch super, super gut. Die hier mag ich auch, wenn es eher so eine, ja, so eine CC-Cream praktisch sein soll. Dann die hier von Laura Mercier, die ist auch extrem genial. Tinted Moisturizer. Genau. Einer meiner neuesten Zugänge ist diese hier, weil ich die Puder so sehr mag, habe ich mir auch die passende Foundation geholt. Aber noch viel zu wenig getestet. Genau, von Charlotte Tilbury, die Foundation. Genau, das war die Schublade. Sorry übrigens, wenn ich ab und zu mal außer Atem bin. Ich habe starkes Asthma und alle möglichen Allergien. Deswegen bin ich sehr schnell außer Atem. Heute ist auch extrem gutes Wetter. Deswegen, ja, sorry dafür. Ich würde sagen, wir gehen so die Reihen durch. Das ist nämlich so auch so ein bisschen aufgebaut. Die zweite Schublade ist nämlich die. Ich musste gerade selber über mich lachen. So viel braucht kein Mensch. Die Concealer-Schublade. Aber ihr seht es, da ist wirklich einiges gut aufgebraucht. Schaut mal, ich benutze die Sachen auch tatsächlich. So ist es nicht. Schaut mal, hier gerade diese hier, die mag ich so gerne. Von Catrice, die Liquid Camouflage, die ist mega. Auch einer der neueren Lieblinge ist diese hier von Catrice. Das ist jetzt eine mit so einem Schwämmchen hier oben. Damit kann man halt echt gut präzise in den inneren Augenwinkel zum Beispiel reingehen. Also mag ich auch ganz, ganz gerne. Oder auch diese hier von Maybelline. Das ist so ein cremiger Concealer, mag ich auch ganz gerne, um mal Unreinheiten zum Beispiel abzudecken. Ansonsten ist hier wirklich von allen möglichen Marken was dabei. High-End ist MAC. Der hier ist natürlich auch toll, der Löscher von Maybelline. Ja, da mag ich auch ganz, ganz gerne. Dann habe ich hier Huda Beauty, mag ich auch gerne. Der hier ist mega. Von NARS, der ist richtig, richtig toll. Und das hier ist eigentlich gar nicht so ein richtiger Concealer. Prep and Prime ist eher so ein bisschen zum Highlighten, so ein Highlighterstift eigentlich. Und den hier habe ich auch viel zu selten in Gebrauch. Den muss ich mal ein bisschen mehr testen. Da haben nämlich so viele schon gesagt, dass das so ein richtig genialer Concealer ist. Von Tarte, der Tape Shape Concealer. Muss ich echt mal öfter verwenden und den mal ein bisschen mehr testen. Dann habe ich hier noch so Concealer-Paletten. Hier hinten habe ich noch so ein bisschen BB und CC Creams. Hier zum Beispiel von Garnier. Ich glaube, hier ist auch noch, ja, von Bobbi Brown, dann von L'Oreal, das CC Cream. Ja, und dann hier noch so ein paar Pots. Da zum Beispiel von Essence, Chanel, Bobbi Brown. Von MAC, der Studio Finish Concealer. Dann hier von Benefit, das ist so eine kleine Probe.
Genau, ja, das war es eigentlich schon. Also alles Mögliche an Concealer, da kann man kaum durchgehen. Das ist wirklich alles möglich. Ich habe auch ganz oft doppelt und dreifach Sachen hier drin, einfach in verschiedenen Farben. Hier zum Beispiel der Löscher in verschiedenen Farben. Genau, aber das sind so, ich zeige euch immer mal wieder meine Lieblinge, weil komplett alles zu zeigen, das geht gar nicht. Das hier ist noch so ein bisschen unaufgeräumt, aber ich weiß gar nicht, wie ich es besser machen soll. Also hier sind so die Fixing Sprays, würde ich sagen, das kommt eigentlich noch hier oben hin. Und hier sind so die ganzen Primer oder Porefiller, solche Geschichten. Genau. Also, welche ich hiervon richtig, richtig gut finde, ist auf jeden Fall dieses hier von Makeup Forever. Das ist richtig, richtig gut. Dann auf jeden Fall auch der Professional von Benefit. Den habe ich hier. Schaut mal, da ist er, da ist er, da. Hier ist nochmal so eine extra Version. Hier in groß. Also, den liebe ich wirklich. Der ist richtig, richtig gut. Von Smashbox, die beiden Sachen hier sind auch... Wow, die sind richtig gut. Schaut mal, ich habe es aufgebraucht. Ich finde es so, so, so gut. Der hier ist so grundsätzlich fürs gesamte Gesicht, so ein Foundation Primer. Und der hier lässt eure Poren praktisch verschwinden. Das ist so, so, so gut. Ich wollte mir den schon ewig mal in groß holen. Aber irgendwie nie gemacht, muss ich unbedingt mal dran denken. Der hier ist auch richtig gut. Dem bin ich ewig nachgerannt. Der ist ständig ausverkauft gewesen. Keine Ahnung, ob es immer noch so ist. Von Urban Decay, der Primer, der ist so, so, so gut. Der schafft einfach so eine Barriere zwischen Haut und Make-up, dass ihr einfach keine Unreinheiten bekommt. Und der hat sogar Lichtschutzfaktor 30 drin. Also das Produkt ist wirklich sein Geld wert. Dann, was ganz neu dazu gekommen ist, ist diese hier von Dior. Die muss ich noch testen. Die habe ich tatsächlich noch nicht getestet. Und auch noch nicht so neu, auch erst seit ein paar Monaten, diese hier von Marc Jacobs. Habe ich jetzt schon ein paar Mal benutzt. Man sieht es auch. Und die finde ich auch richtig, richtig klasse. Genau, das sind so die Primer, auch hier von NYX. Also die sind alle gut, aber das waren so meine Lieblinge, die ich euch gerade gezeigt habe. Joa, dann, was ich immer nach dem Make-up draufgebe, ist nochmal ein Setting Spray. Und da sind meine Lieblinge dieses hier von Too Faced. Das riecht auch richtig lecker nach Peach. I love it. Und ich glaube, so ein Liebling, der immer geht, sind die von Urban Decay. Entweder der All Nighter oder der hier hinten, den habe ich extra behalten, weil der mir tatsächlich hergegangen ist. Aber der heißt auch All Nighter. Das ist nochmal eine kleine Änderung im Packaging. Also der hier ist so, so gut. Den habe ich mir auch schon ein paar Mal nachgekauft. Ja, und dann natürlich MAC Prep and Prime. Nicht zum Fixieren. Man denkt immer, Fix Plus heißt zum Fixieren, aber nein, wirklich um Beauty Blender einzusprühen, um zwischenzeitlich mal einzusprühen, dass sich wirklich alles miteinander verbindet, die flüssigen und die pudrigen Produkte. Und das habe ich in vielen verschiedenen Varianten. Hier zum Beispiel in so einer blumigen Variante. Hier etwas, was nach Melone riecht. Hier hinten nochmal Backup Melone und dann nochmal so ein kleines für unterwegs, für To Go. Genau. Ja, das sind so meine Lieblinge auf jeden Fall. Dann die nächste Reihe. Einmal Wimpernzangen, Wimpernkleber und Mascaras. Ganz viele Mascaras. Hier sind noch so ganz viele auch eingepackte Mascara, die ich noch nicht verwendet habe. Hier auch alles Mögliche. Also Mascara overloaded definitiv. Viel zu viel zu viele. Die hier möchte ich unbedingt mal testen. Die ist auch, soll richtig, richtig gut sein. Von L'Oreal. Dann habe ich hier von Fenty Beauty so eine Probe mal zugeschickt bekommen. Habe ich immer noch nicht probiert. Dann habe ich hier ganz viele kleine. Zum Beispiel hier von Urban Decay. Dann was habe ich hier? Yves Saint Laurent. Oh, Chanel. Die hier ist toll. Leute, die ist toll. Moment. Von Too Faced. Too Faced hat so gute Mascaras. Da sind mir einige ausgetrocknet oder leer gegangen. Die Better Than Sex Mascara und solche Geschichten. Also die ist richtig gut. Ich habe die hier nochmal in klein, die Better Than Sex. Die ist zwar einer meiner absoluten Lieblingsmascaras, aber in groß ist sie mir leer gegangen, wie gesagt. Dann hier von, was ist ich, von Benefit ist hier noch mit dabei, jede Menge. Und Bobbi Brown. Ja, also so alles Mögliche. Teilweise Goodies gewesen, teilweise gibt es die ja auch in so Miniaturgrößen zu kaufen. Die habe ich zum Beispiel in Miniatur gekauft bei Douglas. Da kann man es ja erstmal testen, wenn man es gut findet, dann in der größeren Größe holen. Genau, dann habe ich hier zum Beispiel, einer meiner absoluten Lieblinge ist diese hier, die Iconista von Catrice. Und diese hier, wow, ich liebe die, in Braun, meine absolute Lieblingsmascara von Essence, die I Love Extreme. Wenn es richtig extrem sein soll, nehme ich die. Und wenn es natürlicher sein soll, dann nehme ich diese hier von Benefit, die Day Real. Die macht einfach die Wimpern schön, die trennt die schön, aber macht sie lang. Und bei der hier ist es wirklich so, man hat das Gefühl, man hat sich falsche Wimpern aufgeklebt, weil die einfach so dicht und dick sind. Also sehr, sehr, sehr genial. Ja, hier sind noch verschiedene andere Marken mit dabei. Was ich auch gerne benutze, ist dieser hier von Catrice Glam & Doll. Das ist so ein
ja, Primer einfach. Da ist auch Argan-Öl drin, also richtig gut für die Wimpern. Dann ist hier ein bisschen Rimmel mit dabei, L'Oreal Essence. Ja, das waren die Mascaras. Ach so, hier sind verschiedene Wimpernzangen drin. Die weiß ich gar nicht schon, welche Marke die ist. Das ist die auf jeden Fall von der Tara, von Tamtam Beauty. Und die hier ist von Tweezerman. Das ist eigentlich die, die ich am meisten verwende. Nächste Schublade, Puder. Beziehungsweise keine Puder, sondern Bronzer. So rum, genau. Also eine komplette Schublade voller Bronzer. Kein Mensch braucht es, kein Mensch versteht es, muss ich echt sagen, als ich das alles mal sortiert habe. Also ich brauche eigentlich nichts mehr zu kaufen, aber ich teste ja auch gerne mal. Ich habe hier eins von Sephora. Dann hier zum Beispiel von MAC, auch eine LE gewesen. Da hatte ich mir auch den passenden Lippenstift geholt. Also ich war eine Zeit lang echt MAC LE-süchtig. Schaut mal, kaum gebraucht, aber gebraucht. Dann hier ein Puderbronzer, beziehungsweise ist auch schon ein bisschen Highlighter eigentlich eher. Also der ist schon gut am Glitzern. Von Becca. Der ist richtig, richtig schön, den liebe ich. Und absoluter Liebling von Charlotte Tilbury, die Nummer 3. Die ist wirklich sehr, sehr dunkel. Deswegen habe ich das hier zu dem Bronzer mit dazu gemacht, falls ich einfach mein Gesicht mal ein bisschen bronzen oder konturieren möchte. Achso, hier sind natürlich auch Konturprodukte mit drin. Die 1 und 2 habe ich zu den normalen Pudern gemacht, aber die hier, ja, von der Farbe. Dann sieht es schon, cooler Bronzer darf nicht fehlen. Habe ich hier direkt zweimal und auch in Mini für To Go. So süß. Und das Chocolate Soleil war auch eine Zeit lang so gehypt von Too Faced. Ich habe es mir echt lange überlegt, ihn groß zu holen, aber diese kleinen Produkte, die halten auch gefühlt ewig. Ja, dann habe ich hier ein bisschen was von Milani. Milani habe ich auch eine Zeit lang total gesuchtet. Hier von Victoria's Secret. Hier zum Beispiel von Sleek. Diese Palette habe ich auch rauf und runter benutzt. Wenn ich die jetzt aufkriege, da ist nämlich so ein Bronzer, Konturprodukt und so ein Highlighter drin. Also die habe ich richtig, richtig gut gebraucht damals. Genau, dann hier ist auch zum Beispiel von Tara Tamtam in Puderversion so ein Bronzer mit drin. Dann habe ich hier von MAC Global Glow. Das ist auf jeden Fall falsch. Das ist nämlich ein Highlighter. Dann hier, das fand ich auch ganz interessant, in so einer Cushionform von L'Oreal. Also da hat man hier so dieses Schwämmchen, wo man dann reintunken kann. Ich muss aber sagen, ich komme mit pudrigen Produkten ein bisschen besser klar als mit den ganzen gepressten. Hier ist auch noch eins von Tarte und NYX. Dann habe ich hier ein bisschen was noch von Benefit und auch ganz, ganz große Liebe. Ich glaube, mit mein größter Liebling aus dieser Schublade, neben dem hier, möchte ich nicht, also ja, doch, Charlotte Tilbury und hier der von Marc Jacobs. Der ist auch riesig, den werde ich, glaube ich, in 10 Jahren nicht aufbrauchen. Aber der ist so schön. Der bronzt so schön die Haut. Also richtig, richtig hübsch. Da sieht man einfach nur sonnengeküsst aus. I love it. Und schaut mal, wie groß der ist. Echt heftig. Das ist übrigens die Farbe 104 Tantastic. Den mag ich auch so, so, so gerne. Dann kommen wir zu der Puder-Schublade. Da habe ich tatsächlich das so hingelegt, weil ich erstens nicht so viele Puder habe. Es sind trotzdem genug, aber es hat auf jeden Fall die Schublade gefüllt. Also zum Setten. Das ist hier ein durchsichtiges Puder von Makeup Forever. Das ist so, so gut von Professional Paris. Ultra HD. Das ist auch nur dieses, es gibt keine Farbe, es ist einfach dieses durchsichtige. Genauso wie hier von Fenty Beauty. I love it. Richtig, richtig gut. Einfach zum Setten vom ganzen Gesicht. Sehr, sehr nice. Tamtam Beauty, da gibt es einmal hier dieses, was so ein bisschen, ja, hautfarben ist. Und dann auch nochmal dieses Bananapuder. Das liebe ich. Habe ich schon sehr gut gebraucht. Seht ihr ja. Oder im Auge zum Setten. Sehr, 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 sehr hübsch. Dann habe ich hier von MAC Prep and Prime. Das ist auch komplett weiß, eben durchsichtig. Dann von MAC. Wie heißt der denn nochmal? In der Farbe Medium Plus. Das Minimalize Skin Finished. Das habe ich auch so viel gebraucht. Ich weiß nicht, wie oft ich diesen Puder leer gemacht hatte. Also der ist wirklich wow. Den habe ich gut, gut, gut weggebraucht. Dann vom Bäcker. Das ist auch ein sehr, sehr, sehr schönes Puder, das so ein Hydra Mist. Das wird so ein bisschen kühl. Also es hat ein sehr, sehr, sehr schönes Finish. Und dann von Laura Mercier. Wie heißt es nochmal? Secret Brightening Powder. Genau. Also wenn man wirklich,
ja, wichtige Veranstaltungen hat, Fotoshootings oder sowas, dann kann man sich darauf immer verlassen. Es sieht einfach flawless aus auf dem ganzen Gesicht, vor allen Dingen unterm Auge. Und man hat vor allen Dingen auch keinen Flashback. Das ist ganz wichtig. Dann habe ich hier nochmal eins von Chanel. Dann hier meine zwei Lieblinge. Ich liebe, liebe, liebe sie. Von Charlotte Tilbury, die Nummer 1 und die Nummer 2 in Light and Medium. Das ist einfach das allerbeste Puder, finde ich, momentan wirklich auf dem Markt. Es ist ein bisschen preisintensiver, aber es ist einfach so, 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 so schön. Man hat wirklich, wie wenn man geairbrushed ist. Also das heißt auch Airbrush Flawless Finish. Das ist echt der absolute Wahnsinn. Man hat so eine schön weich gezeichnete Haut danach. Das ist der Burner. Dann hier von Benefit. Dann hier, das ist auch richtig, richtig genial. Das war auch eine Zeit lang so gehypt. Da habe ich sogar noch ein Backup von. Ich hatte davon, glaube ich, 5 Stück oder so. Ich habe es ohne Ende verbraucht. Dann hier von e.l.f. von Calvin Klein. Auch so ein lose Puder. Dann nochmal von Calvin Klein so ein gepresstes. Von Makeup Revolution ist hier auch so ein weißes. Und da hinten habe ich auch nochmal so ein paar Stück. Die habe ich auch eine Zeit lang so, so, so gesuchtet. Von Rimmel. Die habe ich echt aufgebraucht. Wie verrückt. Die hatte ich auch in allen möglichen Farben. Ja, und ja, ansonsten, hier habe ich noch ein Banana Powder von W7 und da müsste noch irgendwas auch von Catrice, Astor. Das ist auch richtig gut von Catrice. Ist auch so ein gepresstes, aber so ein weißes. Genau, das sind so meine Puder. So. In der dritten Reihe befinden sich einmal lose Lidschatten. Da habe ich hier ganz viele von Colourpop. Die habe ich auch aus den Staaten bestellt damals. Ich weiß gar nicht, ob es die mittlerweile besser zu bestellen gibt. Aber die sind richtig, richtig gut pigmentiert. Dann habe ich hier ein Pigment von MAC. Das ist auch schön, einer meiner absoluten Lieblinge. Die Farbe heißt Tan. Genau, dann habe ich hier auch zwei Pigmente von P2. Dann hier von der Tara. Ja, und hier sind alle möglichen einzelne Lidschatten bzw. so kleinere Paletten, also hier zum Beispiel von Dior, von L'Oreal, P2, ganz viele von Essence. Ja, hier ist alles Mögliche mit dabei, auch wieder Victoria's Secret, Trended Up zum Beispiel. Also das ist wirklich ganz, ganz, ganz gemischt. Hier ist Leak. Ja, aber ich muss sagen, dazu greife ich eigentlich gar nicht. Also das ist so ganz, ganz selten, dass ich mal da rangehe. Ich bin dann, wenn schon, eher Lidschattenpaletten. Und hier sind meine Highlighter. Und da darf derjenige hier dann Platz nehmen. Ich weiß nicht, warum der in der falschen Schublade gelandet ist. Ich habe hier Soft and Gentle und hier Global Glow. Ach so rum. Okay, die sehen sich relativ ähnlich. Trended Up. Dann von MAC, das war auch die LE, wieder mit dem Lippenstift. Habe ich auch gerne benutzt. Ja, sollte eigentlich ein Highlighter in Kombination mit Blush sein, aber das ist alles so glitzerig. Das kann man auf jeden Fall als Highlighter dann eben benutzen. Dann auch ein sehr schöner Highlighter von Fenty Beauty. How Many Carats? Also der ist auch richtig, richtig am Glitzern. Schaut mal. Der ist schon... Schaut mal, das ist wirklich Glitzer ohne Ende. Das ist schon kein Highlighter mehr. Dann hier auch, das war auch eine MAC LE. Sehr, sehr, sehr schöner Highlighter. Den mag ich sehr gerne. Das ist so ein Ball von P2. Den habe ich auch sehr gerne benutzt. Dann von Becker habe ich hier ein bisschen was. Also einmal das hier, die Farbe Rose Gold. Sehr gerne benutzt. Sehr, sehr viel. Und man sieht es, das ist einfach ein pures, richtiges Roségold. Also... Passt auf jeden Fall die Beschreibung. Dann habe ich hier Champagne Pop. Das ist der Highlighter, den Jaclyn Hill rausgebracht hat. Also das ist auch, finde ich, so ein richtiges Champagner. Sehr, sehr, sehr schöne Farbe. Auch sehr gerne gebraucht. So, dann noch einer in Kooperation Becker und Hatice Schmidt. Ich glaube, das war irgendwie Berlin Girl Glow heißt der. Da ist auch eine sehr, sehr, sehr schöne Farbe. Like it. Und einer meiner absoluten Lieblinge, habe ich mir schon zweimal nachgekauft, ist Opal. Opal ist eine wunderschöne Farbe, sehr, sehr, sehr zu empfehlen. Und dann nochmal hier eins von Colourpop. Genau. Dann habe ich hier nochmal so ein paar Liquid-Geschichten. Ihr seht es ja schon von L'Oreal, von NYX, von Victoria's Secret, Maybelline. Die hier sind alle von Becker. Wunder, wunderschön. Auch Opal mit dabei von Catrice. Und hier hinten habe ich so eine kleine Kiste reingemacht. Wirklich welche, die ich schon gar nicht mehr benutze. Die sind eigentlich durchweg alle von der Drogerie. Die sind auch gut, aber ich weiß auch nicht, wenn ich dann
Zu Highlighter greife ich meistens, muss ich sagen, tatsächlich zu den Becker-Produkten oder zu MAC. Ja, diese Sleek Palette ist auch wunderschön. Viel zu selten benutzt, aber auch benutzt. dann hier eine von Catrice, dann von Love, hier von NARS. Das ist so schön, kann man auch für den Body benutzen. Sehr, sehr, sehr schöne Highlighter. Genauso wie What's Up. Ein cooler Name, cooles Packaging von Benefit. Ja, das ist meine Highlighter-Schublade. Nächste Schublade. Das ist so ein bisschen gemischt. Also hier habe ich ein paar Paletten, die für Highlighter zuständig sind, aber auch ein bisschen was zum Konturieren. Also zum Beispiel habe ich hier unten so eine Disney-Palette. Da ist auch Contour mit drin und Blush. Also sehr, sehr schön. Dann von Essence so eine, die so ein bisschen ja cremig halt eben ist. Dann diese hier von NYX. Die kennen bestimmt einige. Die war ja auch mega gehypt. Also damit kann man auch super toll konturieren. Dann habe ich hier eine von Sleek, das ist eine Highlighter-Palette. Dann Oh My Contour von Essence. Wow, die Palette ist wirklich richtig, richtig nice. Vor allen Dingen das Banana Powder hier. Dann habe ich hier von Catrice Better Than Platinum. So schöne Highlighter, Leute. Ich muss echt Paletten öfter benutzen. Dann habe ich hier noch eine Maybelline-Palette in Kooperation mit Gigi Hadid. Da ist auch alles Mögliche mit drin. Dann habe ich hier noch meine Palette von NYX. Auch lauter Highlighter. Dann habe ich hier Anastasia Beverly Hills. Einmal diese Highlighter. Und dann die andere Palette. Diese Highlighter. Ja, der ist tatsächlich schon kaputt bei mir angekommen. Aber es sind auch wunderschöne Highlighter. Dann diese hier. Wow. Also Huda Beauty. Sehr, sehr, sehr guter Job. Super, super schöne Highlighter. Die sind auch richtig, richtig toll. I like it. Und dann diese hier. Cheek Paradise, da seht ihr schon von Benefit die absoluten Lieblinge. Wow, Rockateur ist so, so hübsch. California, I love it. Dann Hoola Light und Hoola, der normale, also auch richtig gut, habe ich auch sehr oft gebraucht. Sieht man hier gar nicht, ich passe aber auch sehr auf meine Sachen auf. Wenn es hier dreckig wird, wische ich das immer weg, deswegen, joa. So, dalle. Nächste Reihe ist noch mehr Lidschatten und Pigmente und da ist wirklich alles mit dabei. Alle möglichen Marken, High-End und auch Drogerie, auch ein bisschen was aus dem Ausland. Ich habe hier ein paar Eyeshadow Primer. Einmal dieser hier von Urban Decay, finde ich super. Und dieser hier von Fenty Beauty, den habe ich relativ neu gekauft und tatsächlich noch nicht getestet, Schande über mein Haupt. Und von NYX, das ist so ein Glitter Primer, also wenn man wirklich mit ja hier so Pigmenten, Glitter und so weiter arbeitet. Die hier sind jetzt zum Beispiel von MAC. Die hier müssten, ich glaube, die haben gar nicht eine großartige Marke. Die habe ich mal von der Beauty-Messe mitgenommen. Dann habe ich hier auch nochmal MAC und Catrice, Love, Christian Dior. Hier sind dann auch so kleinere Paletten eben. Das ist hier Victoria's Secret in Kooperation mit Heidi Klum. Hier auch wieder Trended Up, Essence. Also da ist alles Mögliche mit dabei. Und bei diesen einzelnen Lidschatten, da ist alles Mögliche, verschiedenste Marken. Das ist aber eigentlich alles Drogerie. Kiko hier zum Beispiel, Maybelline. Genau. So, die nächste Schublade ist Blush. Ja, Blush habe ich, muss ich sagen, eigentlich überwiegend tatsächlich Drogerie. Ich finde, da gibt es wirklich tolle Sachen aus der Drogerie. Hier ist auch so ein bisschen was, also Benefit zum Beispiel, der Tinter, Tinted, so rum. Dann von Milk, dann von Love, der ist richtig, richtig schön. Dann hier von Benefit, ja, hier zum Beispiel, der ist auch richtig schön, von Essence. Dann noch einer von Essence. Den habe ich eine Zeit lang gesuchtet von H&M. Ist eine richtig schöne Farbe. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt. Aprikot heißt der. So sieht er aus. Ziemlich schmutzig für meine Verhältnisse. Aber den habe ich echt rauf und runter gebraucht. Dann hier von Kylie Jenner. Dann habe ich auch einiges. P2 habe ich immer sehr, sehr gerne gekauft. Also ich bin echt sehr, sehr traurig, dass das aus der Drogerie rausgenommen wurde. Ja, hier sind so ein paar Paletten mit dabei. Hier zum Beispiel auch wieder von Essence. Dann die hier sind zum Beispiel von Milani. Milani hat auch so schöne Blushes. Und diese Einprägung hier mit dieser Rose, so, so hübsch. Na, da. Genau, dann hier auch wieder von P2. Also P2 mag ich sehr, sehr gerne oder mochte ich. Dann hier eins von Bobbi Brown, dann hier von BH Cosmetic, hier auch wieder Milani. Die sind aber so ein bisschen, sind so Baked Blushes, die sind sehr intensiv. Dann hier eine Palette von Maybelline
und dann hier welche von MAC, wobei ich sagen muss, also das war hier eine LE und hier Mergin habe ich eine Zeit lang gesuchtet und aufgebraucht, das ist schon wirklich Hit the Pan, man sieht es schon, aber mein Liebling und deswegen habe ich hier auch ein Backup, definitiv dieser hier und zwar Melba. Melba ist mein Liebling. Wenn jemand fragen würde, was kann ich denn mal von MAC mir besorgen, um mich an die Marke ranzutasten und ja, dass ich das Geld nicht bereue, definitiv dieser Blush hier von MAC, also die Farbe Melba, habe ich schon einmal aufgebraucht. Dieser hier ist fast aufgebraucht und deswegen ist schon ein Backup da. Ganz große Liebe, passt zu absolut jedem Look. So, next. Meine liebsten Paletten. Ihr werdet gleich sehen, die anderen Schubladen sind noch viel vollgestopfter mit Paletten, aber die hier benutze ich einfach am liebsten und deswegen sind die so ein bisschen separat. Deswegen zeige ich die euch jetzt auch mal. Also einmal hier das Contour Kit von Anastasia Beverly Hills. Wow, die ist echt dreckig. Das muss ich echt mal sauber machen. Also da habe ich wirklich eigentlich durchweg alles benutzt, bis auf diesen dunkelsten Ton. Aber alle anderen sind einfach Goals. Ganz, ganz tolle Palette. Die war ja auch ohne Ende gehypt. Dann habe ich hier in so einer Z-Palette von Sephora so einzelne Lidschatten. Und ihr seht, die habe ich auch rauf und runter benutzt. Die kann man hier so aufkleben, dann halt eben so magnetisch. Die hier sind zum Beispiel alle von Makeup Geek und das ist die Farbe Cosmopolitan. Sehr, sehr, sehr schöne Farben. Genau. So, dann habe ich hier einmal Makeup Forever. Viel zu wenig benutzt dafür, dass es wunderschöne Farben sind. Ich mag die sehr, sehr gerne. Dann Huda Beauty. So eine kleinere Palette, die ich tatsächlich noch gar nicht benutzt habe. Die habe ich mal gekauft, weil ich mir gedacht habe, hey, das sind so schöne Töne, die passen perfekt zu mir. Wenn ich verreise, nehme ich die mit. Ja, das werde ich auch auf jeden Fall machen, sobald man wieder reisen darf. Und wenn wir verreisen, werde ich die einpacken. Dann hier noch eine Highlighter-Palette, die werde ich aber nochmal umstrukturieren. Die werde ich in die andere Schublade machen. Und dann meine absoluten zwei Lieblings Lidschattenpaletten, also da kommt absolut nichts ran, sind definitiv die von Huda Beauty und zwar einmal die hier, die Desert Dusk Palette und die The Nudes. Ich glaube, die heißt einfach nur The Nudes. Ne, die heißt New Nudes, so rum. Palette, genau. Also, einmal diese hier. Die habe ich wirklich so oft gebraucht, aber die habe ich versucht wirklich richtig sauber zu halten, weil die sind natürlich super teuer, aber wow, sind die pigmentiert. Also ich liebe diese Pigmente und auch die einzelnen Lidschatten so hübsch, also wirklich das Geld wert. Definitiv, wenn mich jemand fragen würde, hey, welche Palette aus dem High-End-Bereich, dann diese Paletten von Huda Beauty. Und dann noch diese hier. Oh Mann, ich liebe, liebe, liebe diese zwei Paletten. Einfach nur wunderschön. Man sieht auch schon, welche Farben ich am meisten gebraucht habe. Ich liebe die einfach. Also ganz, ganz, ganz großes Kino, diese Paletten. So, dann die nächste Schublade ist ein bisschen leerer. Ich habe hier diese ganzen kleinen Pots. Sind alles Eyeliner von den verschiedensten Marken. Wir haben hier Maybelline, Trend Up, wieder Maybelline, Kylie Jenner, Essence, dann nochmal Trended Up von Colourpop und auch nochmal Maybelline. Ein Spitzer. Und hier sind halt so ja, ganz viele Eyeliner-Stifte, auch von den verschiedensten Marken. Hier ist beispielsweise Benefit, dann haben wir hier Banana Beauty, Lancôme. Genau, und hier oben eigentlich ganz genauso. Hier habe ich noch so ein paar Highlighter-Stifte für unter die Augenbrauen. Hier so Kohle-Kajal mag ich sehr, sehr gerne, zum Beispiel von Maybelline. Genau, so ein paar verschiedene Sachen. Hier zum Beispiel von NYX, mit denen bin ich eine Zeit lang sehr, sehr gut zurechtgekommen. Ja, so ein paar buntere, da benutze ich auch sehr, sehr gerne. Hier zum Beispiel von Trended Up. Genau, ja, Karl Lagerfeld ist hier noch eins. Ja, also so ein paar Sachen, also Kajalstifte, Paintpots, Eyeliner, genau. Das ist in der Schublade drin. Dann die nächste. Mag ich überhaupt gar nicht. Aber ich muss euch sagen, die meisten organisieren ihre Pinsel ja in so kleinen Behältern und stellen die meistens so auf die Schminksammlung oben drauf. Hatte ich damals auch gehabt, mag ich gar nicht. Die stauben alle ein und das macht einfach keinen Sinn. Deswegen habe ich jetzt wirklich einfach alles in die Schubladen geräumt. Ich kann es euch mal ganz kurz zeigen. Also ich habe hier noch ein Backup von Tamtam Beauty, ein Sponge. Dann habe ich hier noch ein Sponge, weiß allerdings nicht von welcher Marke. Dann meine Lieblinge sind eigentlich diese hier von Real Techniques. Da habe ich noch meinen alten und ein Backup.
Dann, die Dinger sind auch richtig gut von Evelyn, diese Schwämme, damit kann man richtig gut die Nase konturieren. Ist auch das Einzige, wofür ich es benutze. Dann habe ich hier diese Silly Sponges, einmal für die Sonne und einmal der normale. Dann hier von Real Techniques auch nochmal welche für unter die Augen. Dann hier so eine Soap, um das Ganze zu säubern, habe ich aber auch in Liquid-Form und benutze ich eigentlich nur in Liquid-Form. Steht allerdings bei mir im Badezimmer. Dann, wenn es mal schnell gehen muss, so ein Pot hier von Sephora, wo man die Pinsel drin rumreibt. Aber das ist wirklich nur, wenn es mal sein muss. Ansonsten muss man die wirklich mal richtig reinigen. Ich habe hier von Real Techniques ganz, ganz viele. Dann von Zoeva und von BH Cosmetics. Das sind so meine Haupt- muss ich sagen. Dann habe ich einiges auch von Evelyn und von MAC. Ja, genau, von MAC habe ich auch noch ein paar Stück hier drin. Aber ich muss sagen, also so von die Real Techniques, die dürfen auf gar keinen Fall fehlen. Das sind so meine absoluten Lieblinge. Ja, Zoeva, BH Cosmetics, Evelyn, das sind eigentlich so die, die ich hauptsächlich benutze. Genau. Ja, das ist meine vollgepackte Schublade voller Pinsel. Also es ist wirklich... Schaut mal, wenn ich hier reingreife, es ist schon einiges. definitiv zu viel. Ich habe versucht auszumisten, aber ich war der Meinung, dass ich diese Pinsel alle brauche. Deswegen dürfen sie hier weiterleben. So, dann kommen wir zu Lidschattenpaletten. Da habe ich auch nicht so viele drin, weil das auch wieder Lidschattenpaletten sind, die ich gerne und oft gebrauche. Zum Beispiel hier zwei Stück von der Tara von Tamtam. Einmal ihre erste Palette. Oh Gott, ich kriege das alles gar nicht mit der einen Hand auf. So, einmal diese hier. Wunderschöne Palette. Mag ich sehr, sehr gerne. Und dann diese hier. Das war die zweite. Auch hübsch. Richtig, richtig hübsch. Und ihr seht, ich habe es noch gar nicht richtig gebraucht. Dann habe ich hier eine von Makeup Revolution. Habe ich hier von MAC eine Palette. Dann von Naked die 1, 2 und 3 und dann auch noch die Basic Palette. Also die Naked Paletten, muss ich sagen, die waren ja überaus gehypt. Sind es aber auch wert. Also die sind wirklich sehr, sehr, sehr schön pigmentiert, haben wunderschöne Farben. Und die Dreierpalette, muss ich sagen, gefällt mir mit am meisten. Da sind halt absolut meine Farben drin, gerade dieses Roségold. Oh mein Gott, ich habe es so gesuchtet. Ihr seht es hier, ist sogar eine Einbuchtung drin. Also die liebe ich total, aber die anderen auch. Also so richtig schöne Paletten. Dann diese hier von Anastasia Beverly Hills. Hallo, dazu muss ich, glaube ich, nicht viel sagen. Wunderschöne Farben. Und diese hier von Lorac Pro. Oh mein Gott. Also an alle, die es nicht wissen, die war unendlich gehypt auf YouTube. Ich glaube, so vor ungefähr 5 Jahren hat die jeder in seiner Schminksammlung gezeigt oder in seinen letzten Einkäufen. Dann habe ich hier nochmal von Naked die, nicht von Naked, ich sage mal von Naked. Das ist von Urban Decay. Das ist alles von Urban Decay, die Naked-Paletten, so rum. Und dann meine Lieblingspaletten aus dem Drogeriebereich, wenn man es so nennen möchte. Das ist von Carly Bible, eben von BH Cosmetics in Kooperation mit Carly Bible. Die Deluxe-Edition. Genau, habe ich euch in meinen Drogerie-Favoriten unter anderem gezeigt. Also wirklich so, 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 so tolle Farben. Vor allen Dingen die hier oben habe ich sehr oft verwendet. Und dann habe ich hier noch zwei Paletten, die auch relativ neu sind. Gar nicht gebraucht habe. Einmal von Catrice, die... ist eine richtig schöne große Palette, genauso wie diese hier von Essence. Oh mein Gott, ich habe die damals gesehen und ich fand die so toll und habe sie direkt doppelt bestellt für euch ja damals auch. Also so, 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 so hübsche Paletten. Genau, dann gehen wir wieder auf die andere Seite. Die nächste Schublade ist diese hier. Ja, da ist eigentlich hier alles für die Augenbrauen drin. Mein Liebling vom P2, wenn ich irgendwo P2 sehen sollte, gibt es ja immer mal wieder beim Aldi, werde ich mir den 100-fach nachkaufen. Ich liebe den. Ja, ansonsten sind hier einige Produkte von Benefit. Zum Beispiel dieser hier, das ist ein Primer. Dann hier ein Highbrow. Oh Gott, ich komme hier gar nicht ran. Die Sachen sind so dünn. Von NYX auch einer, der richtig, richtig schön ist. Ein Augenbrauenstift. Dann mit einer der tollsten Augenbrauenstifte ist definitiv dieser hier auch von Benefit. Dann hier nochmal ein großer Primer. Joa, dann habe ich hier noch jede Menge Stifte. Ach, von allen möglichen Marken. Das hier ist jetzt zum Beispiel von Essence.
Hier ist was von Trend It Up, von Maybelline. Ich muss sagen, ich mag die Augenbrauenstifte von Anastasia Beverly Hills am liebsten. Ich finde die richtig toll. Die sind echt teuer, aber ich würde sagen, zusammen mit Benefit sind das die besten Augenbrauenstifte. Ich liebe die. Ich habe früher auch ganz gerne Augenbrauenpuder benutzt. Da habe ich gerne das hier von Milani benutzt und von Kiko rauf und runter. Und dann jahrelang, ich kann es euch gerne mal zeigen, von Benefit, auch aus der Augenbrauenserie. Schaut euch das mal an. Da ist so viel, das sieht man jetzt schon gar nicht, aber ich habe das so gerne, so viel gebraucht. Es war immer in meiner Handtasche für To Go mit dabei. Dann habe ich hier noch so ein paar Pots, also auch hier einmal von Benefit, dann von Anastasia Beverly Hills auch. Gott, dieses Ding hier war so gehypt auf YouTube, meine Güte. Kennt ihr das noch? Dip Brow Pomade, wow, das war echt heftig. Ja, und ansonsten hier zum Augenbrauen fixieren solche Gele. Einmal hier Gimme Brow von Benefit. Dann auch nochmal Gimme Brow. Ist es Gimme Brow? 24 Stunden Zucker. Dann Gimme Brow in einer anderen Verpackung. Ich weiß gar nicht. Das hier waren, glaube ich, die alten Verpackungen. Gimme Brow in der alten Verpackung. Ich glaube, das hier sind diese neueren Verpackungen in diesem Silber. Genau, und hier ist auch nochmal ein Backup drin von Benefit. Und hier hinten sind lauter Wimpern, verschiedenste Marken. Also die habe ich jetzt zum Beispiel ganz, ganz neu von Ardell, diese Magnetic Wimpern. Die muss ich unbedingt mal ausprobieren. Dann habe ich hier zum Beispiel von Tamtam Beauty, von der Tara. Dann habe ich hier von Huda Beauty oder von Velour. Velour war auch so gehypt, oh mein Gott. Also ich habe damals echt jede Menge Hypes mitgemacht, ohne Ende. Ja, und ansonsten, da ist auch was von Essence dabei. Ich habe damals auch viel von hier solche Glitzer-Sachen zum Beispiel gekauft. Die hat man dann in so 1-Euro-Shops gefunden oder bei Primark. Ja, genau. Also von allem etwas dabei. So, nächste Schublade. Paletten. Und die daneben? Paletten.